Hey Leute, H. Leslie is back for good und so. Also, es geht weiter mit Donkey Kong, also. Tja, drück ich mal weiter. Interessant anzusehen, wo sind wir hier eigentlich? Das ist der Pausebildschirm. Denkt ihr euch bestimmt schon und ich habe einfach Pause gedrückt. Ich habe genau das nächste Level auf der World Map jetzt weitergemacht. Also, ich habe nicht irgendein Level übersprungen, das werdet ihr auch dann sehen, wenn ich das Level geschafft habe. Die Musik kommt mir irgendwie komisch vor, weil ich schon beim Dschungel so. Tatsächlich, ich habe es auch wieder eine Weile lang nicht mehr gezockt und weiß nicht mehr, was Sache ist. Kann ich die Steuerung überhaupt noch? Also wenn ich anfangs immer verkacke, schiebe ich einfach die Schuld darauf, dass ich es nicht ständig spiele. Würde ich es jetzt einen Durchlauf durchzocken, wäre ich bestimmt besser. Und oh, ich kann auf die Krebse drauf. Und ich kann sie auch hochheben und wegwerfen, wenn sie nerven, aber. Ich kann vom Seil nicht hoch genug abspringen. Das heißt, ich brauche die Krebse. Oh. Dumme Sache, Seufert, aber. Was soll man machen? So, okay. Scheiße. Wisst ihr was? Ich lasse mich einfach mal killen. Damit ich dann. Fängt ja prima an, Leute. Also, Zeitraum ist sowas. Auf alle Fälle. Muss auch schon wieder schniefen. Es klingt bestimmt ekelhaft. Help, help, help. Also so ein Problem mit diesem Spiel. Es gibt ja nicht viel zum Vorlesen. Eigentlich gar nichts und von daher kann ich manche Parts könnte es zu Frustration kommen, weil ich nur mit rumlaufen und bewältigen beschäftigt bin. Ja, denn irgendwie spielt sich eine Lufia Let's Play oder es fühlt sich anders an als wie eine Sparks der LP oder eine wie hier Donkey Kong. Aber jetzt scheine ich ja gut voranzukommen, oder? Hoch, 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 Mario! Ja! Und der nächste auch! Und die Fledermaus dahin auch noch! Oh Mann, das war ein Twibble! Ein Twibble-Hit-Treffer. Das war jedenfalls gut und dieser Krebs wird mich jetzt nicht behindern. Spektakulär, Leute. Dafür muss man noch nicht mal mehr in den Film gehen. Geht einfach auf YouTube. Let's Play Donkey Kong. Dann seht ihr mehr solcher nervenauftreibenden Aktionen. Moment. Ich muss hier das Mikro weghalten, um zu schniefen. Das ist so eine Kacke. Ich bin gerade kalt planschen gegangen und ich merke schon so langsam, dass das keine gute Idee war. Vor allem, weil ich ja mal erkältet war. Idiot. Okay, was muss ich jetzt machen? Einfach nur hüpfen? Wow, hüpfen, das war auch schon lange nicht mehr hier der Fall. Achso, hier kann man ja so Blöcke setzen, Toll. Dann setze ich mal den Block, ne? Geh hier. Hoch. Oh, Junge. Also, das Level sieht groß aus und unübersichtlich. Na, unübersichtlich kann man jetzt schwer sagen. Was? Ich hoffe, ich schaff's. Jedenfalls auf Anhieb nicht, wie man sieht. Oh Gott, Gott. Also, ich habe mir ja Sushi Marus Let's Play angesehen und da war bei der zweiten Welt schon. Och Mann, was mache ich denn? Da war der zweiten Let's Play schon in der zweiten Welt, aber ich glaube, ich habe das schon mal angesprochen, oder? Ja, das kommt davon, wenn man sich seine eigene Let's Plays selten anschaut. Ich schaue sie mir natürlich auch an, aber nicht jede. Weil ich die ja schon selber Let's Played habe, so. Ich könnte sie ja so retuschieren, kaschieren, aber. Nein, so was mache ich doch nicht. So, und ich hoffe, ich komme auch irgendwie nochmal zurück und. Wo die Tür ist, ist auch die Frage. Da ist die Tür. Okay, dann schaue ich mir den Schlüssel und gehe zurück. Wäre ja wohl der einfachste Fall. So, jetzt schmeiße ich den Schlüssel nach oben. Jetzt muss alles schnell gehen. Oh mein Gott, ist das spannend. Ist das nicht spannend, Leute? Das möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ich muss mich um anderes kümmern. Zum Beispiel diese Viecher hier zu zerstören. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Wie soll ich das machen? Oh, lass mich in Ruhe. Oh Gottchen, Gottchen, das ist das spannend. Ich muss jetzt Konzentration, Leute. Ich kann nicht zu viel labern. Das stört mich auch, weil ich da mal stehe und der respawnt und. Okay, Spannung. Wie sieht das nach Spannung aus? Ich muss einfach nach oben werfen, oder? Hä?
kann sie nicht so zerstören? Die müsste zerstört werden. Totale Endlösung der Käferfrage hier. Ich muss sie... Das ist doch nicht wahr. Ich konnte doch immer Gegner mit Schlüssel zerstören. Ist dies hier nicht der Fall? Wie soll man das denn dann schaffen? Also ich finde, das wäre eine clevere Lösung, aber... Nein, wenn die guten Herr Entwickler clevere Einfälle nicht belohnen wollen, wie eine Art Jungtrophy, dann eben nicht. Ich übertreibe auch mal wieder maßlos. Wollte ich jetzt auch wieder nicht. Okay, komme ich immer noch rüber. Zack. Haru hat in diesem Spiel einiges an Sprungkraft eingebüßt, wie mir noch auffällt. So, jetzt aber. Da muss ich wohl irgendwie so eine Lösung suchen. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? So? Geht nicht. Das ist jetzt ein Problem. Vor allem die Käfer, ey. Die sind erbarmungslos. Wie soll ich das denn machen? Ich mach's einfach nochmal. Probier's mal jetzt. Hier hin. Komme ich nicht hoch. Lol. Und, boah, hätte eine Käfer mich dadurch killen können. Aber, hey, das war jetzt die Lösung. Ich muss sie einfach weiter locken. Also das finde ich mal echt schlau. Das haben die doch echt mal clevere Rätsel gemacht. Aber anscheinend sind die nicht gut platziert. Na, die sind immer genau richtig passiert. Dann geht die jetzt hier rüber. Also, hat doch gut funktioniert, Leute. Ich hoffe, ich mache das noch in diesem Part, aber... Okay, ich habe die Stopp ungefähr eine Minute oder zwei Minuten verzögert eingeschaltet, also... So, kein Ding, brauche ich eigentlich. Doch, brauche ich immer noch. Um den hier hochzuwerfen, hier schnell aufzusammeln. Oh, blöde Fledermaus! Was machst du denn, Fledermaus? Habe ich dem was getan? Nein! Fledermäuse sind ungefährlich, merkt euch das, Kinder! Aber im Mario, ich habe Angst vor Fledermäusen. Wer bin ich? Bin ich 10? Naja, so wie er aussieht schon, aber er ist ein erfahrener alter Meisterklempner. Nein, nein, bitte, das kann ich, das macht die Fledermaus. Sie saugt mich aus. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Oh Leute, das kann ja heiter werden, aber ich habe hier die Käfer schon weggelockt. Also im nächsten Part geht es dann wohl doch ein bisschen detaillierter vonstatten. Also bis gleich.